Hey Leute, ich begrüße euch hier wieder zu The Walking Dead Review Folge 14, Staffel 7. Die gute auf die andere Seite. Ja, seht ihr meine Begeisterung schon? Wie toll ich diese Folge fand. Ach, um Gottes Willen. Ey, ganz ehrlich, also von Woche zu Woche, ne? Ich weiß nicht. Die Folge war halt jetzt nicht schlecht. Sie war aber auch nicht gut. Und irgendwie. Die Staffel zieht sich, ja, ganz ehrlich, das ist so wie in Staffel 6, wo, ich glaube, wo war das, wo Rick verletzt war und sein Sohn dann auf eigene Tour war und da auch irgendwie eigentlich nichts wirklich passiert ist, ne? Also es passieren gerade einfach nur Sachen, die total vorhersehbar sind und irgendwie wartet man darauf, dass endlich mal was passiert, ne? Also genau so ist es gerade, ne? Aber okay. Erstmal den Namen auf die andere Seite, ja, da denkt man so, auf die andere Seite, was für eine andere Seite? Es hat schon Fragen gegeben zu dieser Folge und ich bin immer nicht sicher, wofür der Name steht. Naja, okay, aber wir können mal jetzt durchgehen, was diese Folge passiert ist. Ne? Wir hatten spekuliert, was in der nächsten Folge kommt und ich habe, glaube ich, Hilltop komplett vergessen, dass Hilltop nochmal rankommen könnte und dass da irgendwas los ist. Und darum ist jetzt erstmal Hilltop dran. Ja, in Hilltop ist Maggie. Maggie ist ja eigentlich ein ganz cooler Charakter, ne? Wissen wir alle. Daryl ist auch da. Sascha ist ja da. Dann haben wir dann noch die Rosita ist sie. Ja, die sind ja alle gerade in Hilltop, weil wir wissen ja, dass Rosita und Sascha Negan töten wollen und darum dahin wollen und mit einem krassen Snipergewehr ihn erschießen wollen. Ist ja okay, ist ja ein Plan, ne? Gut, und darauf basiert jetzt eigentlich die Folge, sodass die beiden abhauen und zu Negan wollen. Und, naja, aber was ist sonst auch so passiert, ja? Maggie ist ja schwanger, wissen wir ja alle, und die hat ja extra einen Frauenarzt bei Hilltop, ne? Der wird allerdings von den Saviors abgeholt, weil wir wissen ja, was mit dem letzten Arzt passiert ist. Den hat's ja leider erwischt. Darum holen Saviors den neuen Arzt und das ist eigentlich ein Problem, weil jetzt Maggie nicht mehr untersucht werden kann, was eigentlich ziemlich wichtig ist in der Schwangerschaft, aber okay. Was wollen die da groß machen, ne? Gut, dann haben wir Jesus, der ein bisschen aufmüpfig wird gegenüber den Anführer von Hilltop, den ja eh keiner mehr leiden kann, so wie man das Gefühl hat, weil er meint so, ey, jetzt gibst du einfach unseren Arzt ab, aber ich weiß nicht, was hat Jesus vorgestellt? Hätte sich der Anführer jetzt quergestellt, hätten sie auf die Fresse bekommen und hätten ihn dennoch mitgenommen. Und dann, keine Ahnung, also viel hätte der nicht machen können, ne? Also der beugt sich halt sehr den Saviors, was auch nicht verkehrt ist, weil wenn er aufmüpfig wird, ja, dann würden die Saviors ausrasten und da ein bisschen Stress machen. Ja, aber okay, ist in Ordnung. Ich meine, nehmen sich halt den Arzt mit. Während die Saviors da sind, schafft es halt Sascha und Rosita abzuhauen. Die haben sich einen Fluchtweg, hatte sie irgendwie sich gebuddelt aus Hilltop raus. Ja gut, irgendwie mussten sie ja rauskommen, ne? Was haben wir denn noch? Was ist in Hilltop noch passiert? Wir haben Daryl, der Maggie nicht mehr ins Gesicht gucken kann, ja? Was ziemlich verständlich ist. Er wurde ja hart gefoltert und nochmal damit auseinandergesetzt, was eigentlich passiert ist, dass er ja schuld ist, dass Glenn tot ist. Natürlich, typisch, redet er sich das auch voll ein. Maggie sagt, ja, guck mich an und dann sagt der nur so, ja, das ist meine Schuld. Sie sagt, nein, das ist nicht deine Schuld. Du bist einer der Guten. Und naja, das ist, kennt man ja, das Typische. So, nein, das ist nicht deine Schuld. Nein, doch, vielleicht. Hin und her, ne? Also, ich meine, an sich ist es Daryls Schuld. Der hätte Negan nicht geschlagen. Wäre Glenn jetzt noch am Leben? So kann man es halt sehen. Aber, naja, Negan ist halt auch, der ist halt auch krass drauf, ne? Aber okay, gut. Wir haben eine Unterhaltung von Sascha und Rosita. Die beiden verstehen sich halt nicht so gut, liegt daran, dass sie es mit dem gleichen Kerl hatten, ne? Was lustig ist, dass Sascha eine Kette hat, die Abraham von Rosita geschenkt bekommen hat, so wie ich das verstanden habe, ne? Und das ist ja schon ziemlich scheiße, oder? Also stellt euch mal vor, ihr habt euren Ex was geschenkt und seht die neue Freundin. Und die hat einfach das Geschenk, was ihr denen damals geschenkt hat. Ist halt nicht geil, ne? Also für Rusty, aber okay.
Ja, die beiden verstehen sich aber dann schon wieder ein bisschen besser und haben dann den Plan, halt von einem außenstehenden Gebäude Negan zu erschießen. Dabei entdecken die erstmal Eugene, dass Eugene da rumläuft und da wohl auch Anweisungen gibt. Und naja, dann schaffen sie es nicht, Negan zu erschießen, weil er immer sehr gut abgeschirmt ist. Und dann haben sie doch den Plan, da einfach einzusteigen. Ja, und wollen Eugene retten. Und Eugene hat da keinen Bock drauf. Eugene sagt, nein, das hat doch keiner gesagt, dass ihr mich holen sollt. Und der läuft dann weg. Also wieder rein zu den Sabres. Weil den Eugene geht's da wohl, glaube ich, verdammt gut. Also der ist da sehr hohes Tier. Und der hat da keine Lust ab. Da keine Lust wegzugehen. Warum auch? Der ist der sicher, der kriegt da Essen, der hat da Videospiele. Also den geht's da besser als in Alexandria, ne? Kann man eigentlich verstehen, dass er da bleibt. Weil, naja, man sagt ja auch immer so, dass er ein Feigling ist und so. Ist okay. Ey, den geht's da besser. Klar, dass er da bleiben will. Aber sonst, ja, dann lässt sich Rosita halt verarschen von Sascha. Sie sperrt sie aus, damit Sascha alleine in das Hauptquartier reingeht, um Negan zu töten. Und da geht's dann los mit, ganz ehrlich, was, wir hatten hier, wie hieß er, wir haben, Karl, der war auch schon drin, ja, hat halt einen Sturm gegeben, das hat er geschafft, Negan zu erschießen. Und ich weiß nicht, ob Sascha jetzt alleine da auch reinlaufen kann und den erschießen kann. Das ist so wieder, die hatten wir halt schon mal und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt halt den Weg zu Negan findet und ihn tötet. Darum, mal gucken, was sonst noch in der Folge passiert. Aber naja, ich hoffe mal, es geht endlich wieder ein bisschen weiter steil nach oben, ein bisschen mehr Aufregung. Das werden wir dann erst nächste Woche wieder sehen, weil das war es eigentlich mit der ganzen Folge schon. Wie gesagt, kein großer Aufreger. So, da hingeplätschert die Folge. Naja, gut Leute. Schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Ich hoffe, wir schalten nächste Woche wieder ein. Bis dahin und ciao.